Herzlich willkommen in Baldur's Welt. Heute möchte ich euch meine verwendeten Firefox Add-ons vorstellen und zeigen, wie ihr diese installieren könnt. Alle Programme habe ich natürlich selbst integriert und bin sehr von ihnen überzeugt und darum auch die Präsentation. Ich zeige euch, Werbung war gestern mit dem Adblock Plus, die Erhöhung der Sicherheit im Netz mit IPflat oder auch IPv genannt, dem Web of Trust und dem Ad-Tool NoScript. Dann werde ich euch die Kosten darstellen und erläutern, wo ihr diese Ads bekommt, inklusive der Installation. Mit Adblock Plus habt ihr endlich die Kontrolle wieder und bestimmt selber, was ihr sehen wollt. Die Erweiterung wird von zahlreichen Filter-Abos für sämtliche Sprachen unterstützt, mit denen ihr automatisch für verschiedene Einsatzzwecke konfigurieren könnt. Angefangen beim Blockieren von Werbung bis hin bekannter bösartiger Webseiten. Mit Adblock Plus könnt ihr auch eigene Filter erstellen. Unterstützt durch viele hilfreiche Zusätze, zum Beispiel einem Kontextmenü-Eintrag für Bilder, einem Tab zum Blockieren von Flash und Java und die Liste blockierbarer Elemente zum Entfernen von Skripten. Mit der Adblock Plus 2.0-Reihe wurde nun sogar die Möglichkeit eingeführt, einige nicht aufdringliche Werbung zu erlauben. Der Sinn dabei ist es, Webseiten, die solche Werbung einsetzen, zu unterstützen. Dadurch werden natürlich hoffentlich mehr Webseiten auf nicht eindringliche Werbung setzen. Was kann man also nun mit dem Add-on IPflat tun? Es gibt den sogenannten X-Header, welchen in HTML-Paketen vorkommt, die über Proxy-Server verwendet werden. Wenn ihr nun also eine Internetseite, zum Beispiel Google, aufruft, dann sieht Google insgesamt bis zu 3 IP-Adressen. Zum ersten die IP-Adresse des Proxy-Servers, zum zweiten eure eigene IP-Adresse und gegebenenfalls noch eine interne LAN-IP-Adresse. Aufgrund der Tatsache, dass die eigene IP sowie die lokale IP im X-Header stehen, sind sie manipulierbar. Und genau das tut das Add-on IPflat. Es zeigt einer aufgerufenen Internetseite im Prinzip, dass ihr ein Proxy-Server seid und das Paket gar nicht für euch ist, sondern für jemanden ganz anderes. Für euch selbst bleibt alles wie gehabt. Lediglich die Sicht nach außen wird geändert. Dies kann unter Umständen hilfreich sein, wenn man selbst nicht als eigentlicher Anfragender einer Webseite infiziert werden möchte. Aber was ihr mit diesem Tool noch alles anstellen könnt, bleibt euch überlassen. Stoppt mit NoScript gefährliche JavaScripts, die ungewollt in euren Firefox-Browser ausgeführt werden. Die kleine, aber feine Erweiterung erscheint als Symbol in der Browserleiste. Es ist standardmäßig so eingestellt, dass auf Webseiten jegliche JavaScripts unterbunden werden. Erst mit einer Zustimmung werden die Skripte zugelassen. Mit NoScripts werden außerdem Java-Applets, Flash- und Silverlight-Animationen sowie andere Plugins auf Webseiten vorsichtshalber gleich mitblockiert und nur nach Erlaubnis abgespielt. Also der ultimative Schutz. Web of Trust, das Internet des Vertrauens. WOT ist das führende Werkzeug für die Bewertung von Internetseiten und zählt zu den beliebtesten Mozilla-Add-ons. Mit Hilfe von Ampelfarben zeigt euch das Bewertungssystem von WOT, welchen Internetseiten ihr beim Suchen, Surfen und Einkaufen im Internet vertrauen könnt. Die WOT-Bewertungen stützen sich auf eine weltweite Gemeinschaft aus Millionen von Anwendern, die Internetseiten aufgrund der mit ihnen gemachten Erfahrungen benoten. Grüne, gelbe und rote Symbole begleiten die Suchergebnisse auf Google und Yahoo. Die Links von Social Networks wie Facebook und Twitter, webbasierte E-Mail-Dienste wie Google Mail und Hotmail und beliebten Websites wie Wikipedia. Von nun an könnt ihr dem Internet etwas mehr vertrauen. Natürlich sind alle von mir vorgestellten Add-ons frei für jedermann, ohne Verpflichtung und dazu noch kostenfrei. Die Entwickler haben jedoch für diese Programme einige Zeit für unsere Sicherheit und unseren Komfort geopfert. Dafür empfehlen sie eine kleine Spende von jeweils 5 bis 10 Dollar. Natürlich nach eigenem Ermessen. Wie könnt ihr nun alle oder nur ausgewählte Add-ons installieren? Dafür geht in euren Firefox-Browser in den Menüoptionen auf Add-ons. In der rechten oberen Ecke befindet sich ein Textfeld Alle Add-ons durchsuchen. Dort gebt ihr das gewünschte Add-on-Tool ein. Zum Beispiel NoScript. Dort könnt ihr auch noch nach weiteren Informationen schauen. Für die Installation geht ihr auf die Schaltfläche installieren. Diese ist völlig selbstständig und dauert nur wenige Sekunden. Danach ist nur noch ein Neustart des Firefox notwendig und fertig.
Und das war's auch schon. Dann bis zum nächsten Mal in Walters Welt.